Nun, das war äußerst belebend. Genau wie damals in Marseille. Nur dieses Mal ein bisschen blutiger. Nun denn, wir haben ein paar Moneten eingestrichen, allerdings immer noch nicht genügend. Deswegen machen wir jetzt weiter mit den Pariser Geschichten oder machen wir weiter mit der Mission, denn eigentlich haben wir ja jetzt alles im Inventar, was wir brauchen. Deswegen würde ich sagen, machen wir doch weiter mit der Mission. Ich habe da mehr Lust drauf jetzt gerade. Es ist nur die Frage, wie kommen wir da am schnellsten hin? Ich würde sagen, wir Schnellreise hier hin. Da sind wir auch schon ganz an der Grenze zum Grün. Nun denn, abgesprungen. Ja, zum Geschäft müssen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Wir haben zwar nur noch 2 Schuss und 5 Rauchbomben, dafür ist die Munition voll. Und Phantomklingen haben wir ja auch noch. Also geht es weiter genau hierhin. In 156 Metern fangen wir an mit der 7. Sequenz. Den Boten. Nein, darauf habe ich jetzt keine Lust. Das braucht dann doch, ohne erkannt zu werden, ein bisschen Vorbereitung. Beziehungsweise Zeit. Nun, denn darf ich hier durch? Ich darf hier durch. Darf ich hier auch durch? Muss ich hier nicht sogar durch? Ich muss hier durch. Denn wir müssen ja Elise treffen. Allerdings, bevor wir Elise treffen, müssen wir mal unsere Truhe lernen, damit wir weiterhin Geld bekommen. Es kam ein Brief für euch. Er liegt in eurer Kammer. So, 80 Währungseinheiten dazu. Ich brauche den Speiseplan der Woche, um Wein zu kaufen. Ich lasse ihn gleich in euer Büro schicken. Sehr gut. Ich hoffe, der Weinkeller bleibt diesmal unberührt. Vielleicht. Ich bin über die Diebstähle informiert und ich kümmere mich darum. Danke, Madame. Nun denn, was ist das hier eigentlich? Ah, Liste sozialer Kontakte. Nein, ich möchte mir jetzt meine Kontakte nicht angucken. Unsere Truhe arbeitet weiter für uns und wir können uns mit Elise treffen. Und zwar genau hier in diesem schimmernden Ding. Genau. Eine vorsichtige Allianz. Elise hat weder Spuren, Spuren? Ja. Elise hat weder Spuren noch Verbündete oder Zeit. Überzeugt sie davon, sich mit der Bruderschaft zusammenzutun, um den Mörder ihres Vaters zu finden. 2 Erfahrungspunkte, jetzt ist aber gut, hey. Gibt's und 3 von 5 Schwierigkeit, das dürfte ein bisschen anstrengend werden, aber was soll's. Also? Also. Du warst wohl fleißig. Bei der Suche nach dem Mörder deines Vaters? Ja. Dann viel Glück. Er tötete viele meiner Mitstreiter. Die übrigen haben nun Angst und schweigen. Ich bin ihm jetzt nicht näher als vor 2 Jahren. Ich sah ihn. Was? Wann? Wo finde ich ihn? Ich halte das für keine gute Idee. Er will deinen Tod, Elise. Was? Du willst mich beschützen? Ich will dir helfen. Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Das kann wohl kaum dein Ernst sein. Ich traue den Assassinen nicht. Vertraust du mir? Ich habe mich nicht verändert, Elise. Ich bin noch immer derselbe, der den Koch ablenkte, während du den Nachtisch stahlst. Derselbe, der dir über die Mauer in diesen Obstgarten mit den Hunden half. Nun gut. Bring mich zu deiner Bruderschaft. Ich höre mir das Angebot an. Juhu! Angebot könnte übertrieben sein. Und lass mich raten, auf dem Weg wollen uns Menschen töten.
ist das? Eine Templerin. Was hat er vor? Ehrlich. Sie sind etwas paranoid, wenn es um Ihre Sicherheit geht. Zweimal rechts, 73 Schritte, eine Treppe herunter, nach links und dann wieder rechts. Habe ich was vergessen? Dreh dich dreimal im Kreis. Was hast du nun wieder angerichtet, Pisspot? Die Templer haben ihren Tod beschlossen. Also bringst du sie her? Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Schweig! Wie? Wen haben wir denn hier? Mein Name ist... Um Himmels Willen! Nehmt ihr diese Binde ab. Wie lächerlich. Mein Name ist Elise de la Serre. Mein Vater war François de la Serre, Großmeister des Templerordens. Ich will um eure Hilfe bitten. Fahrt fort. Mirabeau? Müssen wir diese Debatte wieder aufwärmen? Wir müssen und wir werden, Meister Kemar. Wenn ihr keinen Vorteil darin sehen könnt, dass François de la Serres Tochter an unserer Schuld steht, bange ich um unsere Zukunft. Fahrt fort, Mademoiselle de la Serre. Ah, jetzt kommt's. Ihr seid niemand, mit dem ich normalerweise verhandeln würde, Monsieur. Doch mein Vater ist tot. Und auch meine Verbündeten im Orden. Wenn meine Rache die Hilfe der Assassinen erfordert, dann ist es so. Verhandeln am Arsch! Das ist ein Trick, um uns in Sicherheit zu wiegen. Töten wir sie und schicken ihren Kopf als Warnung zurück. Belek! Genug! Offenkundig sollten wir dies unter uns ausdiskutieren. Entschuldigt uns, Mademoiselle de la Serre. Natürlich. Arno, vielleicht begleitest du sie. Ihr beide habt sicher viel zu besprechen. Na, das war ja nicht so erfreulich, wie wir es eigentlich geplant hatten. Und was machen wir jetzt? Das lief etwa so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Welche Freude, mein Mirabeau Freund. Wird sie schon überreden. Glaubst du wirklich, wir können ihn finden? Nach all dieser Zeit? Er kann nicht unglück war. Das gehört mir! François Germain glaubte, dass Lafreniere... François Germain? Ja. Wo ist er? Sein Geschäft ist auf der Rue Saint-Antoine. Warum? Ach, was soll's? Was zum... Elise! Was ist denn jetzt schon wieder bei ihr los, ey? Warte auf mich! Diese Frauenlogik. Wir sehen ihn zwar prügeln, ihn umarmen, ihn töten. Warte doch! Und schon wieder rennen wir dieser Frau hinterher. Kann ich nicht einfach mal dankbar sein, dass wir sie schon ein paar Mal gerettet haben? Elise! Das war ein bisschen buggy. Was hast du denn vor? Das frage ich mich auch. Entschuldigung. Wenn sie wenigstens mal sagen würde, was sie machen will, dann würde das Ganze hier ein bisschen spannender werden. Aber ihr so dämlich hinterher zu rennen, ist irgendwie ein bisschen nervig. Was sollte das denn? Arnaud, François Germain war Adjutant meines Vaters. Was? Er wurde aus dem Orden verstoßen, als ich klein war. Ich glaube, es ging um ketzerische Ansichten oder Jacques de Molay, ich weiß es nicht mehr genau. Doch er sollte tot sein. Er starb vor Jahren. Das hat ihm wohl keiner gesagt. Ich würde ihm liebend gern ein paar Fragen stellen. So wie ich. Und das hättest du uns nicht sagen können, bevor du hier hingerannt bist und wir hätten einfach ganz normal hier hinlaufen können. Lea. Nach oben. Irgendjemand hier? Dort war seine Werkstatt. Dann los. Vielleicht war es nicht derselbe Germain. Groß, graues Haar, verschiedenfarbige Augen. Nun, dann war es vielleicht doch derselbe Germain. Bis jetzt verstehe ich nur nicht, warum die Mission eine Schwierigkeit von 3 von 5 hat. Also irgendwas muss ja wohl noch passieren. Ist wohl niemand daheim? Oder sie verstecken sich und greifen uns aus dem Hinterhalt an.
so die Werkstatt untersuchen. Sag es nicht. Eine Falle? Nein, nein. Guten Tag, die Herren. Wir hätten etwas mit Ihnen zu besprechen. Und zwar möchte ich Ihnen einen Staubsauger verkaufen. Dieses Modell kann wunderbar durch die Gegend... Alter, hat der viel Leben. Also nicht der hier, sondern der andere. Der braucht gar keinen Staubsauger. Oh la la, Monsieur. Sie gehen aber ganz schön steil. Jetzt friss mein Knie und mein Schwert. Danach kauf meinen Staubsauger. Aua, das war ja sowas von knapp. Ei, caramba. Was war nochmal? Ich wollte den großen Typen plündern. Nun, das war äußerst belebend. Genau wie damals in Marseille. Nur dieses Mal ein bisschen blutiger. Sie hat doch gar nichts gemacht. Hier gibt es nichts. Er muss gewusst haben, dass er auffliegt. Dann ist er wieder entwischt. Vielleicht nicht. Suchen wir weiter. Also der eine Gegner hat ja wirklich unendlich viel HP gehabt. Vielleicht könnten wir anklopfen. Oder wir treten die Tür ein, ist auch eine Möglichkeit. Jetzt weiß ich auch, warum das nicht zur offiziellen Führung gehört. Arno, schau. Das ist er. Er hat meinen Vater getötet. Sagen wir es Mirabeau. Ich übernehme das. Triff mich bei Mirabeaus Anwesen. Oh, lololololo. Bleib unten. Kannst du sie sehen? Oh, das sind hier wirklich heiliges Blech. Funktionieren. So, das waren zwei von ungefähr 1 Milliarde, die da unten rumlaufen. Warum bist du immer noch da? Du solltest dich verziehen und irgendwo hingehen. Nein, ich wollte... Ah, sag mal, wie kann man denn diesen so einen Schuss abbrechen? Da, Hilfe, er darf nicht zuerst schießen. So, der Herr da oben. Habe ich dich getroffen? Ich habe dich getroffen. Okay, jetzt habe ich keine Munition mehr. Phantomklingen. Ja, wen haben wir denn jetzt noch? Ist da immer noch einer? Ah, da im Fenster. Guten Tag, der Herr. Wieso kann ich nicht auf dich schießen? Ja. Ja, ich habe keine Kopfschüsse gemacht, ich weiß. Und das war jetzt die Mission? Yes, Bishop. Hörst du mich? Das war verdammt gute Arbeit. Du hast ihn. François Thomas Germain. Großmeister der Templer und ein Weiser dazu. Soweit wir wissen, ist er der zweite Weise, der den höchsten Rang der Templer bekleidet. Ein beunruhigender Trend. Bleib bei Arnaud, bis wir mehr über diesen Germain wissen. Er könnte den Großmeister überlebt haben und uns zu seiner Leiche führen. Bishop out. Okay, Bishop out. Lang lebe die Revolution! Nun verhungern die Menschen in den Straßen. Und wer sich dagegen wehrt, wird eingekerkert. Oder schlimmer.